Ja, willkommen bei Bastelfreak, dem verrückten Bastelkanal auf YouTube. Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser, ich nenne es mal Spezialausgabe von Bastelfreak. So ein Video in dieser Form hat es noch nie gegeben. Und ja, vielleicht wird es auch so ein Video in dieser Form auch nie wieder geben. Aber ja, worum geht es denn? Der Titel hat schon ein bisschen was verraten. Ich habe in den letzten Zeiten sehr viel nachgedacht. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht über im Grunde alles Mögliche. Über ja, meinen beruflichen Werdegang oder beziehungsweise über meine berufliche Tätigkeiten. Ich habe mir Gedanken gemacht über meine privaten Projekte. Ich habe mir Gedanken gemacht über allgemein alles, was so aktuell so ansteht und so weiter und so fort. Aber ich habe mir auch sehr viel Gedanken gemacht über meinen Kanal. Und mittlerweile ist ja so, dass ich seit, ich habe Juli 2019 angefangen. Das heißt, jetzt über 2,5 Jahre mache ich YouTube. Und es gab keinen einzigen Sonntag in dieser ganzen Zeit, wo ich nicht wenigstens ein Video hochgeladen habe. Zu Anfangszeiten waren es sogar 2 Videos pro Woche, mittwochs und sonntags, falls die einen oder anderen, die von Anfang dabei waren, sich noch erinnern können. Und ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen an einen Punkt angekommen, wo ich, um ehrlich zu sein, eine Pause brauche. Ich brauche eine Pause. Diese Pause will ich jetzt, also es ist nicht so, dass ich irgendwie überlastet bin oder sonstiges, sondern ich muss mir einfach mal Gedanken machen. Wie geht es denn weiter mit dem Kanal? Wir reden jetzt mal nur über den Kanal. Wie geht es denn weiter mit dem Kanal? Was kann ich denn verändern? Vor allem, was kann ich tun, dass der Kanal auch mehr wächst, dass auch ein bisschen mehr Feedback reinkommt? Und ich hatte es ja im letzten Video auch schon angekündigt, dass ich dabei bin, mich so ein bisschen neu zu erfinden, so ein bisschen sortieren, aufräumen, hier auch mal, damit fängt es ja erstmal an, die Umgebung so ein bisschen erstmal auf Vordermann bringen, ein bisschen, ich sag mal, systematischer aufbauen. Und ich denke, ich brauche eine kreative Pause. Einfach mal neue Ideen sammeln, ein bisschen ja, kreativer werden, noch ein bisschen mehr, ich sag mal, ja, Reserven aufbauen an Projekten und so weiter und so fort. Die Sache ist halt, das, was ursprünglich mal als Spaß angefangen hat, das heißt, ich hatte ja eigentlich den Kanal gegründet, hauptsächlich nur, um einfach mal den Leuten zu zeigen, was ich so treibe. Und es sollte wirklich nur aus Spaß sein, das Ganze, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist schon eine Pflicht geworden. Also, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das ist wie früher, wenn man in der Schule war und sonntags genau wusste, ja, Mist, ich muss noch einen Haufen Hausaufgaben machen. Ja, das kennt ihr alle. Es fällt einem, freitags denkt man sich, jawohl, schulfrei und Samstag ist man vielleicht noch am Feiern, vielleicht sogar am Freitag. Und Sonntag sitzt man da und hat keinen Bock und es ist draußen vielleicht schlechtes Wetter oder so, vielleicht sogar gutes Wetter, eher gesagt. Und man sitzt da und denkt sich, Mist, ich muss noch die Hausaufgaben machen, sonst kriege ich Ärger. Oder ich muss meine Klausur lernen, weil ich ja morgen eine Klausur schreibe und so weiter und so fort. Also dieses Gefühl hat sich so ein bisschen eingeschlichen in den letzten Zeiten, was dazu führt, dass ich das Gefühl habe, dass die Qualität sinkt, weil ich es einfach machen muss. Es ist so eine Pflicht geworden. Und eine Pflicht ist nicht der Sinn der Sache bei YouTube, zumindest für mich nicht. Ich mache das ja, wie ihr wisst, ja auch nebenberuflich. Das ist nichts, womit ich jetzt meinen Lebensunterhalt verdiene. Es kommen ein paar Kröten im Monat rein durch die Klicks, aber das deckt noch nicht mal die, ich sag mal, die Steuern, die man so zahlen muss. Das sind wirklich ganz, ganz kleine Beträge, womit man vielleicht mal einen Lüfter kaufen kann oder vielleicht mal eine kleine Steuerung für 30 Euro und so weiter und so fort. Also viel kommt da nicht rein, somit ist das Ganze natürlich nebenberuflich und hauptberuflich habe ich ja meinen eigenen Job. Der ein oder andere weiß es ja, dass ich in der Forschung und Entwicklung arbeite und damit hauptsächlich auch mein Geld verdiene. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, wo ich ja auch so ein bisschen priorisieren muss. Das Leben geht weiter, es verändern sich sehr viele Dinge im Leben. Die Zukunft verändert sich, die Zukunft steht noch bevor und verändert sich nicht. Es sind viele Sachen, die sich auch jetzt in den letzten Zeiten geändert haben. Und was dazu führt so ein bisschen, dass ich sehr nachdenklich geworden bin, wie ich jetzt mit dem Kanal weitermachen soll.
Hinzu kommt noch natürlich, oder besser gesagt, was es mir so ein kleines bisschen erleichtert, weil ich habe da ein sehr schlechtes Gefühl dabei eigentlich, diese kreative Pause einzulegen. Hinzu kommt noch, dass derzeit, also das erleichtert mir diese Entscheidung, derzeit läuft es eh nicht so gut. Das heißt, es wird weniger geschaut, Abonnentenzahlen, die sind hängen geblieben, es kommen keine neuen dazu. Vielleicht liegt es auch an den letzten paar Wochen, die Videos, die ich hochgeladen habe, sprich Livestreams und so ein Kram, vielleicht kam das nicht so gut an oder wurde nicht so oft vorgeschlagen, dass nicht so viele neue Abonnenten quasi auf dem Kanal aufmerksam geworden sind. Das weiß ich alles nicht. Kann ich leider so nicht, also hundertprozentig aus der Statistik auch raussuchen. Aber dadurch, dass jetzt aktuell eh wenig los ist, ist es vielleicht auch die richtige Zeit, diese Pause einzulegen. Und ich möchte einfach auch mal die Qualität steigern. Ich möchte vielleicht auch ein ganz anderes Format mal ausprobieren. Ein ganz anderes YouTube-Format, was von meiner Seite kommt. Bisher war es ja immer diese Frontalvideos, wo ich dann immer vor der Kamera stand und direkt etwas erklärt habe und gemacht habe. Das mögen viele, einige mögen das nicht. Einige hätten das lieber so, dass man, wie zum Beispiel das Video mit dem größten Projekt, wo ich den Abschluss von meinen 3D-Drucker-Farben vorgestellt habe. Solche Videos kommen auch sehr gut an und ich muss mich einfach neu erfinden. Ich bin dabei, ich bin gerade in dieser Phase, wo ich wirklich, ehrlich gesagt, auch nicht mehr so viele Ideen derzeit habe. Ja, deswegen, man muss es auch zugeben, irgendwann muss man sich auch eingestehen, ich habe einfach nicht mehr so viele Ideen, es sind viele Projekte da, klar, aber es sind nicht alles Projekte, wo es wert wäre, Videos zu machen, wo es nicht für mich, sondern für andere einen Mehrwert bringen würde. Wenn ich ein Video mache, was keinen Mehrwert bringt oder eine Videoreihe, dann bringt das mir auch nichts am Ende, weil die Zuschauer schauen sich nicht an, die Videos, das interessiert die nicht. Und dann habe ich die umsonst gemacht sozusagen. Und diese Arbeit mit den Videos, wer schon mal YouTube gemacht hat oder generell Videos gemacht hat, der wird verstehen, wovon ich rede. Es ist nicht wenig, es ist wirklich sehr viel Arbeit. Eine Sequenz von 5 Minuten können mehrere Stunden Arbeit sein. Nicht nur das Schneiden, sondern auch das Aufnehmen. Auch man muss ja die Kamera umstellen, man muss ja die richtige Szene aufnehmen und so weiter und so fort. Um ehrlich zu sein, habe ich mich so ein bisschen vor diesem Tag, wo ich so ein Video mache, gefürchtet. Aber ich denke, am Ende des Tages ist das immer noch ein Hobby. Und ich möchte, dass es auch noch ein Hobby bleibt. Und deswegen mache ich diese Pause jetzt. Damit dieses Hobby nicht zu Pflicht wird, also zu sehr zu Pflicht wird. Weil dann macht es mir irgendwann keinen Spaß mehr. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann wird die Qualität rapide fallen. Und ich weiß vor allem, dass die Zuschauer das auch merken. Und ich möchte mir nicht irgendwie irgendwelche Sachen aus den Fingern saugen, nur um den YouTube-Algorithmus gerecht zu werden, dass ich jeden Sonntag um 19 Uhr ein Video hochlade. Aber Freunde, was ich auf gar keinen Fall machen kann und machen will, ist den Kanal aufgeben. Das kann ich nicht, weil ihr könnt euch das nicht vorstellen. Über 2,5 Jahre bin ich an diesem Kanal dran. Natürlich gibt es viele, die auch länger dran sind, aber wenn man einen YouTube-Kanal startet von null, mit null Abonnenten, null Kenntnissen, absolut wirklich ganz unten anfängt und dann arbeitet man so viele Zeiten und so viele, ich sag mal, auch Geld, natürlich unzählige Euros sind auch jetzt investiert worden, das ist, denke ich, klar, dann ist es wie so ein Kind, was man großgezogen hat, ja, und ein Kind gibt man ja auch nicht einfach auf, aber ein Kind könnte man vielleicht mal zu Oma und Opa schicken, dass man so ein Wochenende Ruhe hat, ja, so funktioniert das, wenn man mal einfach eine kleine Pause haben will, und so will ich das auch betrachten, das heißt, ich werde jetzt eine kreative Pause einrichten, also eine kreative Pause einlegen, sodass ich in den nächsten Wochen, vielleicht auch in den nächsten 1-2 Monate keine Videos hochladen werde. Ich werde versuchen, mehr Energie zu tanken. Ich werde ein paar Formate mal ausprobieren. Ich werde einfach mal mich neu erfinden. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Ich möchte mich ein bisschen neu erfinden. Ich möchte nicht so auf dieser Linie jetzt weitermachen. Ein Zuschauer hat das sehr schön erklärt. Leider hat er hat einen Kommentar geschrieben zum letzten Video, dass das Ganze so ein bisschen stehen geblieben ist und sich im Kreis dreht. Genau das Gefühl habe ich auch, dass es so ist. Aber leider hat er auch jetzt keine Vorschläge gemacht. Also
konstruktive Kritik ist natürlich immer erwünscht, aber auch gerne, also nicht nur drauf dreschen, sondern sagen, pass auf, ich dresche jetzt mal drauf, aber mach das in Zukunft so. Oder ein Tipp oder irgendwas in die Richtung wäre halt super, weil dann ist es halt nicht umsonst gewesen. Dann kann man sich nämlich dieses Kommentar ja auch sparen, im Grunde. Gut, Freunde, was soll ich noch dazu sagen? Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich wollte euch nicht im Dunkeln stehen lassen. Es gibt ja viele YouTuber, die einfach plötzlich keine Videos hochladen und dann irgendwie nach einem halben Jahr ein Video hochladen. Ja, deswegen habe ich keine Videos hochgeladen. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte euch direkt von vornherein so ein bisschen mitnehmen, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr auch, ich weiß, das ist jetzt nicht euer Lebensmittelpunkt, sondern das ist ja eh nur Unterhaltung, aber dass ihr einfach Bescheid wisst, dass, warum ich jetzt in den nächsten Zeiten keine Videos hochladen werde. Und nach meiner Selbstfindung, sage ich jetzt mal, wenn ich mich ein bisschen neu erfunden habe und neue Energie getankt habe, neue Kreativität und ich werde Listen machen, ich werde alles vorbereiten, geht es natürlich weiter mit dem Kanal. Das heißt, vermutlich ist, werde ich algorithmustechnisch wieder von null anfangen müssen. Aber ich bin froh, dass meine lieben, treuen Abonnenten, dass die zumindest da sind, wenn ich dann wieder loslege. Und das hoffe ich auch, dass jetzt nicht die Leute abspringen. Aber ich bin da ganz gute Dinge. Dadurch, dass, dass meine Abonnenten sehr treu sind und sehr, sehr, sehr hart erkämpft sind, ja, denke ich, dass sie auch auf jeden Fall für die Zukunft noch treu bleiben werden. Ja, Freunde, lasst uns diesen Augenblick nicht als eine traurige Situation sehen, sondern eher so an als eine Vorfreude auf die Zukunft, also zumindest für mich, dass da jetzt hoffentlich mehr und qualitativ hochwertigere Projekte und Videos kommen werden von mir. Und ja, ich rede mich so ein bisschen langsam mit so einem Kopf und Kragen, merke ich. Freunde, ich wünsche euch erstmal alles Gute. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Zumindest werdet ihr mich auf jeden Fall wiedersehen. So schnell wird die Menschheit mich nicht los. Aber seid mir nicht böse. Gebt mir diese Pause. Ich habe, wie gesagt, 2,5 Jahre jetzt durchgezogen und nicht einmal eine Pause gemacht. Jetzt brauche ich diese Pause. Ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Jeder wird das verstehen können, der mal sowas gemacht hat und auch mal länger an etwas gearbeitet hat. Und daher bin ich ganz guter Dinge. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt alle gesund, Freunde. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Putz munter und mit jede Menge neuen Projekten. Also, Freunde, in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute. Wir sehen uns wieder. Macht es gut. Bis zum nächsten Video.